Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing. Pinterest ist der geheime Traffic-Booster und verhilft dir zu mehr Website-Traffic, Umsatz und Markenbekanntheit. Hier erfährst du alles über unsere Insider-Tipps und News. Sei mit uns einen Schritt voraus und mach Pinterest zu deiner Social-Traffic-Quelle Nummer 1. Bist du schon eine Zeit lang auf Pinterest aktiv und möchtest deinen Account auf das nächste Level bringen? Dann komm in unseren Scana Media Insider Club, der Nummer 1 Weiterbildungsort für Pinterest-Fortgeschrittene. Komm mit deinem Pinterest-Ziel jeden Monat mit neuen Fokusthemen und Insider-Tipps ein Stück näher, bekomm Antworten auf deine Fragen in den Q&A-Calls und tausche dich in unserer Community über Erfahrungen und Strategien aus. Diese Synergien sind unbezahlbar. Lust auf einen Sneak Peek? Dann klicke auf den Link in den Shownotes. Dort geben wir dir einen Einblick in unseren Mitgliederbereich. In dieser Podcast-Episode habe ich Franziska einen richtig coolen Gast hier im Interview. Und zwar ist das die liebe Tanja von dem Unternehmen Wohnklamotte. Das Interview ist ein bisschen ausführlicher geworden. Dafür lohnt sich wirklich jede einzelne Minute dieses Interviews anzuhören, denn Wohnklamotte waren mit so die ersten First Mover auf Pinterest, die die Plattform strategisch für mehr Website-Traffic genutzt haben. Und dementsprechend teilt Tanja hier richtig coole und wertvolle Tipps und Strategien, die sie in den letzten Jahren auf Pinterest gesammelt haben. Also hör dir das Interview sehr gerne bis zum Ende an. Und noch eine ganz kurze Info zum Anfang, und zwar startet Ende September unser Pinterest-Coaching-Programm wieder. Und wenn du noch Anfänger bist und dein Pinterest-Account, wenn du startest, dann aber von Anfang an auch professionell und strategisch aufbauen möchtest, dann schau dir das super gerne an und melde dich bei uns. Denn das Coaching-Programm, wie es jetzt in dieser Form angeboten wird, wo du ganz, ganz viel Feedback bekommst, wo wir jede Woche auch Gruppencalls haben, wird es erstmal nicht so in der Form wieder geben. Das ist jetzt erstmal nicht geplant. Deshalb, wenn du schon länger darüber nachgedacht hast, dann ist das jetzt vielleicht der ideale Zeitpunkt für dich, jetzt im Herbst und vor Weihnachten deinen Pinterest-Account noch strategisch aufzubauen und loszulegen. Also schreib uns super gerne eine E-Mail an mail@scanamedia.de. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, Tanja, dass du bei uns hier im Interview bist. Und zwar erzähle ich mal kurz, wie bin ich eigentlich drauf gekommen, dass wir mal miteinander sprechen. Und zwar bist du ja von Wohnklamotte. Du wirst ja gleich auch noch bestimmt ein paar Worte zu sagen. Aber ich hatte letztens mal bei Facebook so eine Recherche gemacht für unsere Pinterest, für unsere Facebook-Werbeanzeigen. Was sind so die Interessen der Leute und so weiter? Und wenn man da Pinterest eingibt und schaut, was sind die Interessen der meisten Pinterest-Nutzer, war am Platz 1 Wohnklamotte. Und ich hatte euch auch schon so auf dem Schirm, aber das war dann so mein Grund, hey, schreib ich doch mal. Und dann richtig, richtig cool, dass das zustande gekommen ist. Und ich glaube, wir haben richtig coole Themen, über die wir heute sprechen werden. Und bevor wir da reinsteigen, würde ich mich freuen, wenn du dich kurz einmal vorstellst, also dich selber und auch Wohnklamotte. Was macht ihr für die, die Wohnklamotte noch nicht kennen? Ja, das mache ich sehr gerne. Zu mir, ich bin Tanja, ich bin 23 Jahre alt. Ich habe ganz klassisch BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing. Habe dann vor 2 Jahren ungefähr, sind es jetzt, damals bei Wohnklamotte angefangen als Praktikantin für Social Media. Habe dann auch nach dem Praktikum weiter als Werkstudentin bei Wohnklamotte gearbeitet und bin jetzt eben Online-Marketing-Managerin. Nach dem Studium bin ich so dann eingestiegen. Genau, und ich kümmere mich eigentlich um alles, was mit Social Media zu tun hat. Also sowohl operativ als auch strategisch bin ich da am Start und betreue alle Social-Media-Kanäle. Damals in meinem Praktikum lag der Fokus schon auf Pinterest und deswegen habe ich da auch immer mehr Know-how entwickelt.
Genau, zu Wohnklamotte kann ich sagen, dass wir eine Einrichtungsplattform sind, also wohnklamotte.de. Dort gibt es zum einen einen Teil zum Lesen und einen Teil zum Shoppen. Also wir haben eine angebundene Produktsuchmaschine und ein Online-Magazin. In dem Online-Magazin berichten wir als Interior-Experten und Redakteure über die neuesten Interior-Trends und beantworten auch individuelle Wohnanfragen. Und dann haben wir noch einen zweiten Teil zu Wohnklamotte, der nennt sich Wohnklamotte Business. Da nehmen wir Marken aus dem Home- and Living-Bereich an die Hand und bieten da Workshops an, geben da Wissenstransfer und bauen da eben auch die digitale Reichweite unserer Partner auf. Dazu gehören dann natürlich auch zum Beispiel Content-Kooperation oder Ähnliches. Genau, also unsere Produkte sind eigentlich zum einen das Magazin, unser Shopping-Bereich und Wohnklamotte-Business. Cool. Dann seid ihr quasi auch Influencer, nur als Unternehmen, oder? Genau, ja. Also wir sind so eine Mischung aus beidem eigentlich. Also wir haben jetzt keine eigenen Shops wie andere Interior-Labels, das haben wie ein Westwing oder so, sondern wir haben eben eine Produktsuchmaschine, in der wir verschiedene Shops darstellen oder die Produkte verschiedener Shops ausweisen und haben dann aber eben auch diesen Content-Bereich, in dem wir Kooperationen abbilden. Ja. Genau. Da hantieren wir dann ähnlich wie ein Influencer, genau. Ja, richtig, richtig spannend, euer Konzept auch. Und wir sprechen ja heute auch über das Thema Pinterest. Und wofür benutzt ihr denn Pinterest? Also welche Ziele möchtet ihr damit erreichen, wofür ist die Plattform für euch wichtig und vielleicht auch im Vergleich zu Instagram und Co. Also siehst du da Unterschiede auch in den Zielen und in der Zielgruppe? Ja, auf jeden Fall. Also ganz wichtig ist bei Pinterest ja immer zu verstehen, dass es eine Suchmaschine ist, halt eine Bildersuchmaschine und kein soziales Netzwerk wie Instagram oder Facebook oder TikTok. Also Instagram, Facebook, das sind halt soziale Netzwerke, in denen das Ziel häufig ist, eine große Community aufzubauen, einen riesen Trust aufzubauen und da durch Authentizität hervorzustechen. Auf Pinterest ist unser Ziel ganz klar irgendwie Traffic-Generierung. Also Traffic auf unseren Blog zu bringen, auf unser Online-Magazin, auch in den Shop-Bereich. Genau, das ist eben der wichtigste Unterschied mit Pinterest, glaube ich. Und du hattest ja Ziele angesprochen, da ist es tatsächlich einfach Traffic auf unser Magazin zu bringen mit Pinterest. Ja, okay, super. Und wenn die Leute jetzt auf dem Magazinbeitrag schon sind, kann ich da dann schon sehen, naja, was ist euer Angebot? Leitet ihr weiter auf eure Produkte? Also versucht ihr da dann auch mit bestimmten Strategien und Website-Optimierungen die Leute weiterzubringen zu eurem Angebot? Genau, auf jeden Fall. Also wir haben ganz viele verschiedene interne Verlinkungen. Wir verlinken zum einen auch auf andere Artikel, die irgendwie zum Thema passen, damit das SEO-seitig natürlich alles passt. Aber auch der Shop-Bereich wird immer wieder eingebunden, zum Beispiel in Form von Produkt-Widgets. Also kann man dann spezielle Suchterme eingeben, die zu dem Content passen und dann werden da passend dazu Produkte ausgespielt. Ja, okay, cool. Und du bist jetzt ja auch schon seit einiger Zeit bei Wohnklamotte und hast ja Pinterest auch als Praktikantin damals noch mit aufgebaut. Gab es da Pinterest schon oder seit wann gibt es da das bei euch und wie ist so die Reise gewesen? Also Pinterest gab es damals schon, war auch damals, als ich das Ganze übernommen habe, schon ein relativ großer Account. Genau, damals war es so, ich habe mir das von ein paar Kollegen sagen lassen, dass wir eigentlich einer der First Mover waren in Deutschland. Also Pinterest kam ja jetzt die letzten Jahre erst so richtig, dass es sich krass in der Masse auch etabliert hat. Dadurch, dass wir dieses Online-Magazin hatten und haben, war es halt immer irgendwie die Frage, wie bekommen wir Traffic darauf? Und da war halt, als wir dann irgendwie uns in den sozialen Netzwerken aufgestellt haben, war Pinterest dann natürlich erste Wahl. Und seitdem sind wir eigentlich da auch am Start. Also es geht irgendwie bis 2000, schieß mich tot zurück. Okay. Waren da halt wirklich, wie gesagt, einer der First Mover in Deutschland und haben da direkt angefangen, uns da die Reichweite aufzubauen. Meine persönliche Reise war einfach, ich habe dieses Profil übergeben bekommen und dann hieß es, ja, mach mal.
Und so ist es eigentlich bei uns immer. Also man nimmt sich halt ein neues Projekt und dann ist es so ein Learning by Doing Prozess eigentlich. Ja. Genau. Und weißt du, wie es damals zu der Entscheidung kam, Pinterest zu integrieren, gerade weil es ja eigentlich noch kein anderer gemacht hat? Auch immer noch ist Pinterest ein Nischen-Marketing-Kanal, aber ihr wart ja sehr, sehr früh am Start. Falls du es weißt, kannst du da was zu sagen? Ich glaube, es war halt einfach, es kam dann das Thema Social Media auf. Und dann war es natürlich erstmal relativ trivial zu sagen, wir nehmen Instagram und damals auch Facebook war damals noch ganz groß. Und dann eben auch Pinterest, weil, wie gesagt, Hauptziel war irgendwie Traffic auf unser Online-Magazin zu bringen. Und da klappt es mit einer Suchmaschine natürlich relativ gut. Ja, okay, cool. Richtig schön, dass ihr so früh das Potenzial erkannt habt und da damals schon losgelegt seid. Ich meine, seitdem hat sie auch viel getan, auch strategisch und auf der Plattform. Und früher war ja alles mit Einladungen und Pipapo. Ja, genau. Genau, deshalb da auch spannend. Und kannst du so ein bisschen was zu den Zahlen sagen? Also wie viel macht Pinterest jetzt eures Gesamttraffics aus oder eures Social Traffics und auch im Vergleich zu Instagram, aber vielleicht auch zu Google, weil es ja auch eben eine Suchmaschine ist. Was macht das für euch aus? Also zum einen zu den Zahlen kann ich halt zur Gesamtreichweite vielleicht einmal was auf Pinterest sagen. Es ist ja so, dass man bei Pinterest immer zwischen Fremd- und Eigencontent unterscheiden muss so ein bisschen. Unsere eigenen Pins liegen da auf jeden Fall auch im einstelligen Millionenbereich ungefähr pro Monat. Und wir wachsen da aktuell auch monatlich in etwa 15-20%. Und je nach Monat haben wir auch mit Pinterest ungefähr 25-30% Anteil am Gesamttraffic. Also es ist auf jeden Fall einer der größten Traffic-Lieferanten. Ja, cool. Genau. Die Reichweite, meinst du damit die Betrachter oder die Impressionen? Genau, die Zielgruppe, also die monatlichen Betrachter. Das wurde ja zwischendurch so ein bisschen umbenannt. Bei den öffentlichen Profilen geht das ja dann immer nur mit bis 10 Millionen. Da liegen wir circa bei 30 Millionen. Ja, Wahnsinn. Das sieht man ja von außen überhaupt gar nicht, ne? Ja, genau. Was da noch alles hintersteckt, das ist wirklich unglaublich. Ja, cool. Und im Vergleich, weißt du zufällig, wie viel Google euch bringt vom Gesamttraffic? Ja, das müssten so 50-60% sein in etwa. Ja, okay. Also 40-50% bringt Google, dann Pinterest den größten weiteren Anteil und dann die anderen sozialen Netzwerke. Und also nur, wenn wir jetzt über nur den organischen Traffic reden. Auf jeden Fall, ja, stimmt. Ja, das ist auch immer spannend. Ich meine, das sind ja auch unterschiedliche Zielsetzungen. So bei Pinterest, wie du gesagt hast, kann ich Traffic erreichen. Mit Instagram jetzt nicht so viel, heißt nicht, dass Instagram jetzt schlecht ist, aber dafür kannst du dir eben eine Zielgruppe, kannst du eben noch den Trust und die persönliche Bindung stärker aufbauen. Genau, richtig. So, das heißt, du betreust jetzt Pinterest seit 3 Jahren bei euch schon? Seit 2 Jahren ungefähr. Seit 2 Jahren, ja. Und du hast ja den Account übernommen. War der da auch schon strategisch gut aufgebaut oder musstest du da erstmal noch was dran rumwerkeln? Gab es so in dieser Zeit ja irgendwelche Sachen, wo du bestimmte Aha-Momente hattest? Weil du hast mir gesagt, du hast auch ganz, ganz viel getestet, was da wirklich auch viel ausgemacht hat von dem, was du getestet hast. Ja, also eigentlich war Pinterest in den letzten 2 Jahren ein kompletter Test, sage ich mal. Also was wir bei Wohnklamotte wirklich immer machen, ist Sachen einfach austesten. Also wenn wir irgendwo das Gefühl haben, hier könnte man die Strategie nochmal anpassen, dann testen wir es einfach und denken es nicht bis ins letzte Detail aus, sondern fangen einfach an und machen das. Und da hatten wir auf jeden Fall ganz viele Aha-Momente bei Pinterest. Also ich glaube, als ich angefangen habe, lagen wir so irgendwie bei einer Reichweite, also monatlichen Betrachtern von ungefähr 1-2 Millionen. Und das ist dann wie so ein Schneeballsystem. Mit jedem Test, den wir gemacht haben, haben wir immer neuen Output gehabt und haben alles immer wieder angepasst. Und dann ist das halt wie so ein Schneeball ins Rollen gekommen. Und seitdem wachsen wir halt nur noch. Einer der größten Aha-Momente für mich war
die Ziel-KPI sich genau anzugucken. Also welches ist eigentlich die wichtigste KPI für Pinterest? Weil am Anfang war es auch so, dass wir gesagt haben, okay, Reichweite ist auch wichtig. Aber wenn man wirklich genauer über Pinterest nachdenkt, dann kommt man eigentlich immer zu dem Schluss, dass die CTR, also die Klickrate, für die Pins eigentlich die wichtigste Kennzahl ist, ne? Und da haben wir dann halt geschaut, wie können wir die optimieren, haben da verschiedene Tests gemacht und sind dann dazu gekommen, dass wir halt SEO-Analysen oder Keyword-Analysen machen für alle Pins. Und seit wir das machen, steigt der Traffic nur noch. Also wenn man den Content so ausrichtet, dass der User genau das findet, was er auch sucht, dann kann es eigentlich nur noch steigen. Genau, also da arbeiten wir ganz eng mit unserem SEO-Team zusammen und gestalten danach die Pins. Und auch ein großer Aha-Moment waren Pin-Zeiten. Also wir haben uns die Pin-Zeiten angeguckt. Wann bekommen meine Pins eigentlich am meisten Klicks oder wann bekommen wir am meisten Traffic von Pinterest auf unser Magazin? Und als wir das ausgewertet haben, kam halt raus, dass es irgendwie sonntags um die Tatortzeit ist, 20.15 Uhr ungefähr, also zwischen, ich sag jetzt mal zwischen 19 Uhr und 21 Uhr so ungefähr, kommen halt die meisten Klicks zustande. Und wenn man dann in dem Zeitraum auch seinen Content einplant, dann bekommt er auch direkt zu Anfang schon mehr Sichtbarkeit und dann auch im weiteren Verlauf auf Pinterest mehr Traffic. Ja, ach interessant. Ich hatte das auch mal auf einem Vortrag von Springlane gehört. Die sind ja auch, das war gar nicht Springlane, das war von GoFeminin. Die sind ja auch sehr stark auf Pinterest. Ja. Und die haben auch gesagt, Sonntag 20.15 Uhr haben wir den meisten Traffic, der von Pinterest kommt. Ja, das ist krass, ne? Also wir beobachten das bei uns auch, wenn wir in unsere Pinterest Analytics schauen oder bei Google Analytics nachschauen, dann ist es echt immer der Sonntag und vor allem auch abends. Also auf anderen Kanälen kennt man das ja auch. Instagram ist ja auch so ein Sonntagskandidat, wo es am besten läuft, aber da ist es dann eher so Sonntagvormittag. Unterscheidet sich ein bisschen. Pinterest wird eher so abends beim Tatort geschaut. Cool. Ja, und wie bindet ihr das dann ein? Also setzt ihr dann wirklich primär, also setzt ihr dann die wichtigsten Pins, wo ihr sagt, hey, die haben wahrscheinlich am meisten Potenzial, die setze ich jetzt Sonntagabend rein. Und wie viele Pins im Verhältnis auch zu den anderen Wochentagen oder Uhrzeiten kommen dann auch in diesem Bereich? Also wie bindet ihr das strategisch dann ein? Genau, also wir schauen, dass wir halt so, wir pinnen aktuell 20 bis 30 Pins am Tag. 30 dann eher zum Sonntag hin oder auch Samstag. Samstags ist auch ein starker Tag. Sonntags ist der stärkste Tag. Genau, am Wochenende eher so 30 Pins und dann halt auch Themen, wo wir sagen, die brauchen irgendwie einen besonderen Push. Also gerade wenn wir sehen, irgendwie in der Trendrecherche gemerkt haben, das Thema wird jetzt gerade viel gesucht, dann planen wir solche Themen für sonntags abends ein, um einfach denen nochmal so einen kleinen Push zu geben. Wir wechseln das aber auch immer einfach durch. Also es kann auch sein, dass wir an einem Montag schon mal ein Thema gepinnt haben und dann zwei Wochen später das nochmal für einen Sonntag einplanen, wenn wir merken, das hat jetzt noch nicht so viel Sichtbarkeit bekommen. Und das sieht man dann meistens auch ganz krass, den Unterschied schon. Also unter der Woche eher so 20 Pins, am Wochenende ein bisschen mehr. Okay, das heißt, ihr trackt es auch im Nachhinein, dass du dir nochmal anguckst, naja, was habe ich jetzt Montag gepinnt, was habe ich Sonntag gepinnt und siehst auch wirklich, dass es organisch schon einen großen Einfluss hat, wenn ich sonntags pinne. Genau, ja, also wir haben so einen Redaktionsplan für Pinterest entworfen und schreiben uns eben ganz genau auf, an welchen Tagen wir was pinnen, wie viele Pins wir pinnen und das tracken wir dann im Nachhinein nochmal und sehen es dann einfach an den Klickzahlen für bestimmte Tage. Also wir sehen dann, oh, am Sonntag war ein kleiner Peak, was haben wir denn da gepinnt? Dann sehen wir das und können uns dann auch in Google Analytics zum Beispiel die Seitenaufrufe für unser Online-Magazin rausschießen lassen. Genau. Okay, wow, das muss doch eine riesen Excel sein, oder? Was ihr da alles checkt und eintragt? Also Excel nutzen wir natürlich auch, aber wir benutzen auch Tableau als Tool. Also wir haben ja bei uns in der Company ein großes BI-Team und die helfen uns natürlich auch, wenn wir irgendwie große Datenmengen analysieren möchten und veranschaulichen möchten. Da haben wir verschiedene Dashboards, die wir in Tableau aufbauen, um genau solche KPIs zu tracken. Aber Excel, ohne Excel geht gar nichts.
Ja, das glaube ich. Und ist es viel Zeitaufwand, das Ganze auch zu tracken und zu übertragen? Oder sagst du, ja, ist schon Zeitaufwand, aber kosten-nutzenmäßig lohnt sich das auf jeden Fall? Also wenn man jetzt nur wirklich das Tracking und das Monitoring der KPIs sich anschaut, dann ist das gar nicht so ein Riesenaufwand. Das war halt einmal Aufwand, diese Dashboards zu erstellen, und wir nutzen auch Pinterest Analytics selber. Also auch der Analytics-Bereich für Pinterest ist ein super, super Tool, um seine Pins zu analysieren. Also wenn man jetzt gerade, wenn man klein anfängt oder so, dann hat man ja nicht irgendwie gleich Tableau zur Verfügung. Da reicht es auf jeden Fall auch, sich die Pinterest Analytics vielleicht 2-3 Mal die Woche anzuschauen und zu gucken, wie die einzelnen Wochen sich gegeneinander verhalten. Genau, was halt viel oder was ein bisschen mehr Aufwand ist halt diese ganzen Themen und so festzuhalten, wann pinne ich was. Aber wenn man das Sheet sich einmal aufgebaut hat, dann ist es ja wirklich am Tag vielleicht nur noch 2 Zellen befüllen und sagen, das und das plane ich an den Tagen. Genau, einfach zur Übersicht, weil bei Pinterest kann man halt voll schnell die Übersicht verlieren, wenn man sagt, gerade wie wir, man pinnt 20 bis 30 Pins am Tag. Wir haben früher auch teilweise noch mehr gepinnt. Dann braucht man einfach ein Sheet, wo man das festhält. Wir benutzen zum Beispiel auch Trello. Trello ist ja so ein Workflow-Tool. Da kann man dann verschiedene Lanes aufbauen und da schicken wir unsere Pins eben auch durch, ne, durch die einzelnen Prozesse. Das kann da super abgebildet werden und jeder weiß immer, welches Pinset gerade an welcher Stelle steckt. Ah, okay. Weil wir hatten das auch mal gemacht, dass wir gesagt haben, okay, der Pin geht dann und dann auf die Pinnwand, aber das war halt super, super viel Aufwand, das alles zu tracken, weil ich ja zu einem Blogartikel wieder verschiedene Designs habe, dann wie binde ich das mit ein, dann aber kann ich ja auch, weiß nicht, ob ihr das macht, bei Tailwind direkt mehrere Pinnwände auswählen, und dann das Ganze nachzuvollziehen und wieder zu übertragen, war damals bei uns mega viel Aufwand. Deshalb finde ich das jetzt super interessant, wie ihr das auch umsetzt. Also macht ihr das auch mit mehreren Pinnwänden direkt? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben halt dieses Trello-Board, wo wir auch, wir machen halt zu einem, wenn wir jetzt das Thema, schieß mich tot, Lampions haben, dann erstellen wir dazu meistens so um die 10 Pins. Und laden diese 10 Pins dann auch ins Trello-Board hoch. Also ein Ticket beinhaltet dann 10 Pins. Dort findet man dann den Pin-Title, der wurde recherchiert von unserem SEO-Experten. Pin-Description wurde auch recherchiert und Overlay-Title. Also was soll auf dem Pin selbst stehen? Das findet sich dann alles in diesem Ticket wieder in Trello. Und dort findet man dann eben auch die Infos, auf welche Pinwände das gegangen ist. Also in der Regel pinnen wir halt ein Thema direkt erstmal auf eine Pinnwand, und dann gibt es noch eine Lane in diesem Trello-Board, die nennt sich dann Ready for Repin. Also dann im weiteren Verlauf kann man diese Pins dann nochmal für Repins einplanen. Also man macht sie erst auf eine oder 2 Pinnwände, je nachdem wie es passt, und dann kann man sie nochmal repinnen im weiteren Verlauf. Aber nur, wenn der auch gut performt? Wenn sie gut performen und wenn es passen, also das kommt eigentlich immer drauf an. Also wir schauen halt, dass wir jetzt nur relevante Inhalte auf eine Pinnwand packen. Also jetzt nicht irgendwie Balkon-Content auf eine Küchen-Pinnwand. Das würden wir nicht machen. Aber da, wo es passt, da verteilen wir den Content schon. Ja, okay. Und dafür benutzt auch Tailwind. Genau, wir benutzen auf jeden Fall Tailwind. Ohne Tailwind würde es nicht gehen. Gerade so mit Pinterest, da kann man ja irgendwie nur 3 Pins zur Zeit vorplanen zeitlich. Da würden wir ja schon nach einem Tag irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Das stimmt, auf jeden Fall. Naja, und ihr erstellt ja auch echt viele Pins. Weißt du, wie viele Grafiken ihr im Monat neu erstellt, um auf diese 20 bis 30 Pins am Tag zu kommen? Im Monat müsste ich jetzt hochrechnen, aber es ist so, dass wir, wenn wir uns den Tag anschauen, wenn wir jetzt sagen, wir pinnen 30 Pins am Tag, dann sind davon 10 meistens schon neue Grafiken. Also das wären dann ja im Monat 300 Grafiken ungefähr. Okay, Wahnsinn. Ja, cool, mega spannend, wie ihr das macht. Wenn jetzt welche zugucken, die denken, oh Gott, 300 Pins kann ich jetzt nicht stemmen, wenn man alleine ist. Wie viele Leute seid ihr? Wie viele arbeiten da dran? Ja.
wie viele Leute arbeiten daran? Also wenn man das so hochrechnet, dann sind das vielleicht 1 bis 1,5 Vollzeitstellen. Also ja, das ist schon ordentlich. Also gerade so das ganze Festhalten. Aber ich glaube, gerade wenn man bei Pinterest startet, dann muss man jetzt nicht rangehen und sagen, ich mache 30 Pins am Tag. Dann sind es vielleicht mal nur 10 oder so. Also bei uns ist es halt so, dass wir zu einem Thema halt immer 10 Pins haben. Das heißt, wir machen dann 10 Pins fertig, hantieren da ein bisschen mit den Schriften rum und sind da einfach kreativ, gestalten die Pins ganz kreativ und haben dann natürlich auch immer verschiedenes Bildmaterial von unseren Shootings und so. Genau, und da erstellen wir dann 10 Pins und ja. Das kann man natürlich auch kleiner halten. Also man kann auch sagen, ich mache jetzt zu einem Thema nur 5 Pins. Ja. Ja, okay, spannend. Und um nochmal, um das auf das Thema SEO zurückzukommen, ja. Du hast eben auch gesagt, auch in eurem Workflow, ne, da macht der SEO-Manager, der macht dann auch eine Recherche und trägt das alles ein. Das heißt, dort im Prozess, also der ist jetzt auch im Prozess alles involviert, der SEO-Manager, dann jemand, der das Operative macht und du strategisch? Genau, ja, so kann man das eigentlich beschreiben. Also strategisch steht natürlich zum einen am Anfang und aber auch am Ende nochmal beim Monitoring, also wo man sich dann anschaut, was hat es eigentlich gebracht, was ich jetzt den ganzen Monat über gepinnt habe, aber auch während des Prozesses. Also wir haben das so ein bisschen aufgegliedert in, ja, 3 Prozesse, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr. Also am Anfang steht natürlich erstmal ja, der Content-Backlog oder die Content-Ideen, die man haben muss. Also wir haben da irgendwie einen neuen Artikel und der muss jetzt beworben werden auf Pinterest. Dann wandert das Ding in die Content-Erstellung. Zuerst in SEO. Also wir haben ein Thema, haben einen Artikel dazu und dann wird natürlich erstmal die Keyword-Analyse gemacht. Welche genauen Keywords werden überhaupt gesucht vom User? Wenn SEO durch ist, dann beginnt die Content-Erstellung. Also die Pins an sich werden erstellt. Wir benutzen da aktuell das Tool Canva für. Und wenn die Pins fertig sind, dann kommt es in den Prozess der Content-Planung. Also dann wird es bei Tailwind eingeplant und danach steht eben noch das Repin an und dann das Monitoring. Ja. Und wie geht ihr beim Thema SEO vor? Also ist es dann nur die reine Google-Analyse mit den Keywords oder guckt ihr auch bei Pinterest Analytics oder habt ihr noch irgendwelche anderen Quellen, die dafür genutzt werden, falls du das weißt? Ja, also wir nutzen auf jeden Fall auch Google. Also Google ist ja eben auch eine Suchmaschine und die User Journey ist bei Pinterest eigentlich genau wie bei Google, nur dass man halt Bilder ausgeschmissen bekommt statt Text. Wir gucken bei Google Trends zum Beispiel, da kann man immer ganz gut Parallelen erkennen, aber auch die Pinterest Suggests sind eine gute Möglichkeit, um zu schauen, was Leute eigentlich googeln. Also wenn man jetzt beispielsweise das Keyword, ich sag mal Einrichtung hat oder Badezimmer einrichten hat, dann kann man bei Pinterest mal Badezimmer eingeben und noch nicht die Suchabfrage absetzen, sondern erstmal schauen, was schlägt Pinterest mir eigentlich als verwandte Suchbegriffe vor. Und da kann man dann eben sehen, wenn an zweiter Stelle dann Badezimmer einrichten Ideen steht, dann wäre das zum Beispiel auch ein passendes Keyword, um das in seine Pin-Titles, Pin-Descriptions etc. einzubauen. Genau, also Pinterest Suggests, aber das kann man dann auch nochmal mit Google Suggests abgleichen. Also schlägt Google eigentlich das Gleiche vor als verwandte Suchbegriffe wie Pinterest? Genau, solche Tools nutzen wir dafür. Aber auch Pinterest Insights, also in den Audience Insights kann man ja auch schauen, wie die Interessen sich verlagern meiner Zielgruppe oder meiner Audience. Und wenn da dann zum Beispiel an erster Stelle steht da bei uns, glaube ich, Handwerk und Basteln als Oberbegriff, da sollte man dann natürlich auch eine Pinnwand haben, die so heißt. Handwerk und Basteln ist dann das perfekte Keyword und da eben seine DIYs zum Beispiel abbilden. Ja, okay, cool. Und hast du eine Erfahrung, ob es meistens Überschneidungen gibt zwischen Pinterest-Suchanfragen und Google-Suchanfragen? Also sind die ähnlich oder unterscheiden die sich schon? Weil manche halt nur Google-Recherchen machen. Die sind schon sehr ähnlich. Also mir fällt gerade sogar gar kein Beispiel ein, wo es irgendwie großartig unterschiedlich war. Also es kann dann mal sein, dass einzelne Wordings, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen Einrichten und Einrichtungen, unterscheidet. Also
Ich würde immer trotzdem nochmal bei Pinterest schauen, stimmt das ein bisschen überein? Also wenn ich jetzt bei Google mein Keyword gefunden habe, würde ich trotzdem nochmal gucken, wird das bei Pinterest auch gesucht? Oder steht das auch so weit oben wie bei Google? Aber eigentlich gibt es da immer Überschneidungen. Ja, okay. Und wenn du jetzt diese Keyword-Recherche hast, dann bindest du das ja einerseits auf der Grafik ein, und in dem Pin-Title und in der Pin-Beschreibung. Genau. Pin-Beschreibung, wie lang macht ihr die? Habt ihr da auch mal was getestet? Soll ich lieber kurz und knapp und nur die wichtigsten Keywords oder vielleicht auch mal eine Aneinanderreihung machen oder kommen da auch Hashtags rein? Also Hashtags nutzen wir gar nicht. Hashtags werden ja auf Pinterest auch überhaupt nicht benutzt. Deswegen Hashtags kommen da bei uns nicht rein. Die Länge ist ehrlich gesagt immer unterschiedlich. Also es sollte schon so ein kleiner Absatz sein. Also wir sind meistens echt schon fast an der maximalen, Zeichenanzahl dran. Wir schauen da halt immer, was steht überhaupt im Text auf der Seite, also auf der Seite, auf die verlinkt wird, und nehmen uns da meistens irgendwie oben den ersten Absatz zum Beispiel raus, schauen dann, ob da genügend Keywords schon drin vorhanden sind. Also man kann ja dann bei Pinterest auch schauen, was wird in den Pinterest Suggests, was wird im Zuge meines Keywords auch gesucht. Also wenn man jetzt Badezimmer eingibt dann und auch die Suchabfrage absetzt, dann findet man ja unter der Suchleiste immer noch weitere Keywords. Und diese Keywords kann man dann eben auch in seine Pin-Beschreibung einfließen lassen. Das machen wir auch auf jeden Fall so. Ja, okay. Und du hattest auch beim letzten Mal, als wir telefoniert hatten, gesagt, dass es auch wichtig ist, eben die richtigen Keywords auf deinem Pin zu nutzen. Richtig, oder? Genau, also wir machen das so, dass wenn jetzt jemand sich beispielsweise, ich nehme wieder das Badezimmerbeispiel, sich anschauen will, wie er sein Badezimmer einrichten möchte, dann haben wir halt für uns rausgefunden, dass es wichtig ist, nicht nur in dem Pin-Title, der ja ganz klein unterm Bild nur angezeigt wird, das Keyword zu haben, sondern auch auf dem Pin selber. Also wenn jemand sagt, ich möchte irgendwie Einrichtungstipps für mein Scandi-Badezimmer, dann sollte auf meinem Pin, wenn ich das anbiete, auch stehen, hier sind 5 Tipps für dein Scandi-Badezimmer oder Tipps für dein Scandi-Badezimmer, um da eben nochmal so den Mehrwert ein bisschen zu sichern. Also der User möchte ja letztendlich genau das finden, was er sucht, und ja, den Effekt verstärkt man dadurch eben ein bisschen. Ja, ich finde, das ist so eine, es kann jetzt wie eine Kleinigkeit klingen, ist aber ein mega wichtiger Faktor, um die Pins zu optimieren, weil das ist ja, wenn man mal psychologisch so ein bisschen nachdenkt, wenn ich was einsuche und da steht Scandi Inneneinrichtung und dann kommt ein Pin mit Scandi Inneneinrichtung, 5 Tipps zum Beispiel, dann klicke ich doch darauf, als wenn da steht, auch wenn da nur steht, Inneneinrichtung im schwedischen Stil, was ja im Prinzip das Gleiche ist, aber es ist eine andere Terminologie. Genau. Und deshalb ist es super wichtig, dass da die Keyword-Recherche für zu verwenden. Ja? Genau, auf jeden Fall. Also und eben auch, wenn man jetzt im Vergleich dazu sagt, man nimmt gar keinen Text auf dem Bild, dann ist es eben auch so, okay, da ist zwar ein schönes Bild und ich will vielleicht auch schauen, wo irgendwie das Bett oder so her ist, aber es kann halt sein, dass das gar nicht auf der Seite gefunden wird. Und genau, deswegen ist es auch wichtig, dem User direkt zu zeigen, hey, hier findest du entweder genau das, was du suchst, oder eben das, was du nicht suchst. So. Und dann kann man eben auch im Nachhinein seine Pins viel besser analysieren, weil man dem User ja schon direkt sozusagen alles vorgefertigt aufs Tablett legt und er dann entscheiden kann, ist das das, was ich suche oder nicht. Ja, okay. Du hattest auch gesagt, dass ihr mega viel getestet habt beim Pin-Design am Anfang auch. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Was waren so, also wie sah euer Pin vor 2 Jahren aus oder vor einem Jahr und wie sieht er heute aus? Was habt ihr rausgefunden? Was hat sich geändert? Also vor 2 Jahren weiß ich noch, dass wir, wenn wir Pins erstellt haben, meistens irgendwie die Hälfte mit Text gemacht haben und die Hälfte ohne. Einfach um da irgendwie alles nochmal abzugreifen. Das haben wir dann natürlich analysiert und geschaut, was funktioniert eigentlich besser, und da kam schon raus, dass die mit Text besser performen als die ohne. So, das war zum Beispiel eine Sache, die wir irgendwie durchs Testen rausgefunden haben.
wir hatten auch ganz früher, ich glaube, da war ich noch nicht mal da, da haben wir auch verschiedene Formate ausprobiert. Also nicht nur Hochformat, sondern auch mal quadratisch. Jetzt achten wir schon darauf, dass wir immer das richtige Format haben. Also unsere Pins sind immer im Hochformat. Bei Canva kann man beispielsweise direkt Pinterest-Grafik als Vorlage auswählen und dann hat man es direkt in der richtigen, im richtigen Format. Das ist ganz wichtig. Bei uns immer mit Text-Overlay jetzt und immer mit dem richtigen Keyword. Was die grafische Gestaltung angeht, also da haben wir so bestimmte CI-Elemente, sage ich mal, wie zum Beispiel immer die gleiche Schrift und immer irgendwie ein Block, auf dem der Text platziert ist. Aber was die Farben angeht und so, da sind wir immer ganz kreativ und schauen einfach, dass es ein bisschen Abwechslung hat. Das ist ja bei Pinterest nicht so wie bei Instagram, dass es darum geht, irgendwie wer hat den schönsten Feed, weil seine Pins werden im Zweifel eigentlich immer nur einzeln angezeigt. Deswegen ist es dann nicht so wichtig, meiner Meinung nach, zu sagen, alle Pins müssen gleich aussehen. So. Das heißt, ihr nutzt auch nicht unbedingt eure Branding-Farben, sondern einfach was, was zum Thema passt oder gerade ja, hervorsticht zum Beispiel? Genau. Also zum Beispiel machen wir das auch, wenn auf dem Bild dann irgendwie ein pinkfarbener Blumenstrauß zu sehen ist, dann könnte die Schrift auch mal in der Farbe dieses Blumenstrauß sein. Einfach, dass der Pin an sich ein harmonisches Gesamtergebnis ergibt. Und trotzdem hat es wahrscheinlich schon Wiedererkennungswert durch das Layout und durch das Layout. Und wir haben auch immer nochmal unser Wunklamotte-Logo mit auf dem Pin, dass man da nochmal so einen zusätzlichen Branding-Faktor hat. Also sie sehen schon ähnlich aus, aber die Farben können auf jeden Fall variieren. Ja, okay. Super. Und habt ihr sonst noch irgendwas herausgefunden, dass zum Beispiel irgendwelche Farben besser funktionieren? Also dass zum Beispiel eine Zeit lang mit einem dunklen Layer gearbeitet wurde, dann setzt man Text drauf. Das war nicht so gut, als wenn ich mit hellen Farben arbeite. Oder es ist besser, wenn ich oben ein Bild habe und unten den Text oder oben oder andersrum. Oder ich habe ein Bild im Hintergrund und dann den Layer da drüber. Kannst du dazu auch irgendwelche Beobachtungen teilen? Ja, also was wir getestet haben, ist, wie groß der Layer sein soll oder kann. Also wir haben einmal ausprobiert, man erkennt nicht so viel vom Bild, dafür mehr Text. Und dann haben wir einmal getestet, etwas weniger Text und man erkennt trotzdem noch etwas vom Bild. Und was da besser performt hat, war auf jeden Fall da, wo man auch noch ein bisschen was vom Bild erkannt hat. Also bei Pinterest ist es scheinbar so, dass der User nicht nur Text ausgegeben haben möchte oder viel Text ausgegeben haben möchte, sondern auch ein passendes Bild dazu sehen möchte. Also da muss man so ein bisschen die richtige Mischung finden. Ich sag jetzt mal maximal ein Drittel Text. Okay. So, als groben Richtwert. Ja, cool. Super. Das heißt, was sind für dich die wichtigsten Punkte eines guten Pin-Designs? Genau, also auf jeden Fall zusammengefasst, erster Punkt, es sollte ein Text-Overlay auf dem Pin sein, der dem User genau zeigt, was der User erwarten kann, wenn er auf diesen Pin klickt. Dann sollte das richtige Keyword vorhanden sein. Also man sollte vorher gesucht haben, herausgefunden haben, was sucht der User überhaupt im Zusammenhang mit meinem Thema, das ich jetzt bespielen möchte. Das Keyword muss dort zu sehen sein. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es keine weiteren Richtlinien beim Pin-Design. Natürlich Hochformat ist, glaube ich, ein Selbstgänger, hoffe ich zumindest, für alle Pinner. Das Hochformat sollte auf jeden Fall immer da sein und ansonsten kann man wirklich kreativ sein und das selber testen. Also nur weil das bei uns irgendwie gut funktioniert, heißt das ja nicht, dass das irgendwie in allen Branchen so ist. Einfach be creative und probier Sachen aus und nutz zum Beispiel Canva oder es gibt bestimmt auch andere Tools, aber das ist jetzt das, was wir nutzen. Probier dich aus, schau, welche Elemente zu dir und deiner Brand passen und mach einfach AB-Tests und schau, was besser funktioniert. Und wenn jetzt jemand einen AB-Test machen möchte, worauf sollte ich da denn achten? Also wie viele Designs kann ich nebeneinander testen? Worauf muss ich achten? Wie lang sollte so ein Testraum überhaupt sein, damit ich da wirklich qualifizierte Aussagen treffen kann? Weil man weiß ja manchmal auch gar nicht so genau, liegt es jetzt an dem Thema, liegt es an dem Design, war es jetzt gerade ein Zufall?
Ja, genau, da muss man schon aufpassen. Also wie wir das gemacht haben, ist, wir haben immer pro Test nur eine Sache verändert. Also wir haben dann zu einem Pin-Thema, sagen wir jetzt, wir haben einen neuen Artikel zum Thema vegane Grillsoßen oder so, dann haben wir zu dem Thema Pins erstellt und dann beispielsweise, wenn wir jetzt schauen wollten, wie viel Text ist am besten, wie viel Text auf dem Pin ist am besten, haben wir beispielsweise 5 Pins erstellt, wo fast das ganze Bild mit Text belegt ist und 5 Pins erstellt, wo nur ein Drittel Text auf dem Bild zu sehen war, haben aber alle anderen Faktoren gleich gelassen. Also Pin-Title gleich, Pin-Description gleich, Link gleich, Pinnwand gleich, am besten sogar noch Pin-Zeit gleich, also dass die ungefähr gleich online gegangen sind oder an gleichen Tagen zumindest. Also dass man halt wirklich immer nur einen Faktor verändert. Nur dann kann man eigentlich relativ qualitative Aussagen treffen. Also wenn man jetzt beispielsweise auch testen will, wie du meintest, dunkles Overlay oder helles Overlay, dann würde ich alle anderen Faktoren gleich lassen und nur dieses eine Overlay austauschen. Ja. Okay, super. Da muss man echt auf einige Faktoren achten. Also wenn man die Ressourcen dafür hat, ist es natürlich mega, mega interessant, das mal zu testen. Was man auch, also wenn man jetzt mal wirklich lange verschiedene Designs testet, dann kann man schon manchmal eine Tendenz herausfinden, was funktioniert besser. Aber wenn du das wirklich detailliert herausfinden möchtest, dann ist es natürlich richtig gut, so wie ihr das gemacht habt. Mhm. Genau, also genau, du hattest ja auch zum Zeitraum gefragt. Sowas haben wir meistens 2-3 Wochen laufen lassen. Also auch gar nicht mal zu lange, sondern echt 2-3 Wochen. Welcher performt jetzt in den ersten Wochen am besten? Ja, okay. Und kannst du auch sagen, welche Themen bei euch am besten funktionieren? Also gibt es da was? Oder habt ihr so einen absoluten Top-Pin, der einfach schon 3 Jahre alt ist, aber immer noch super viel Traffic bringt? Das haben ja viele. Davon haben wir mehrere. Also was sich durchzieht, wenn man jetzt in Themen denkt, sind kleine Räume. Also wir sind ja im Bereich Interior und was irgendwie auch Sinn macht, immer mehr Leute ziehen in die Stadt, ist irgendwie kleinen Wohnraum trotzdem schön und wohnlich zu gestalten. Also ob es das kleine Badezimmer einrichten, kleines Schlafzimmer einrichten ist oder kleine Küche einrichten. Solche Keywords laufen eigentlich immer gut. Und dann auch viel mit Wandgestaltung, also welche Wandfarbe, welche Tapeten und so. Sowas kommt auch immer gut an. Und allgemein DIYs. Also wir haben verschiedenste DIYs, die irgendwie schon 3 Jahre alt sind, die aber immer noch jedes Jahr sehr viel Traffic auf unser Online-Magazin bringen. Ja. Okay, cool. Und bei dem Wording, ist dir da vielleicht auch mal was aufgefallen, dass es am besten funktioniert, wenn du da eigentlich stehen hast, 5 Tipps für oder wenn es eine Frage ist oder so machst du oder wenn überall am besten nochmal DIY oder unten Schritt-für-Schritt-Anleitung draufsteht? Also da richten wir uns eigentlich echt komplett nur danach, was der User sucht. Also oft lassen wir dieses 5 Tipps oder so weg. Oder auch dieses so machst du, sondern packen wirklich nur das kleine Keyword kleines Schlafzimmer einrichten auf das Overlay und in den Pin-Title, damit es eben auch der Suchmaschine besonders einfach gemacht wird, den Content richtig einzuschätzen und dann auch richtig auszuspielen. Also wir minimieren das praktisch auf das Nötigste, auf nur das exakte Keyword. Okay, spannend. Ja, also für alle, die jetzt zugucken oder zuhören, guckt unbedingt mal bei Wohnklamotte vorbei, wie die Pins denn jetzt am Ende aussehen, ne? Klickt euch ja mal durch die Pinwände durch. Ihr habt auch fremde Inhalte oder 100% nur eure? Aktuell 100% Eigencontent. Wir haben aber früher, wo halt das Ziel auch Reichweite war, haben wir auch viel Fremdcontent gepinnt. Also man findet auf unseren Pinwänden nicht nur Eigencontent, sondern auch ganz viel Fremdcontent. Okay, aber alles Neue ist halt auf jeden Fall von euch. Und dann genau, alle, also wenn man sich die aktuellsten Pins anzeigen lässt, sind die alle neu. Ja, schön. Da kann man das auch so schön nochmal im Zusammenspiel sehen. Wie sieht es aus? Was habt ihr da mal getestet? Was für Farben benutzt ihr? Und so weiter. Genau. Ja, schön. Dann schau gerade mal, wir haben ja schon über super viele Themen gesprochen. Also Design, SEO, das sind ja eigentlich die wichtigsten Themen, deiner Meinung nach, oder? Ja. Oder gibt es ja noch ein Erfolgsfaktor für dich, der wirklich sehr wichtig war?
Ja, SEO, Pin-Design und halt die Workflow-Optimierung, ne? Also immer den Überblick behalten und auch dann wirklich ein Hebel ist einfach austesten. Nicht zu viel Gedanken machen, auch wenn sich das jetzt so anhört, als hätten wir da irgendwie so viel Zeit reingesteckt. Haben wir natürlich auch, aber an vorderster Stelle statt immer das Austesten. Nur so kommt man letztendlich zu dem Weg, der am besten funktioniert. Ja, okay. Und es gibt ja auch noch so andere Sachen, die man integrieren kann, wie Smart Loops, wie Gruppenboards, wie Tribes oder auch andere Pin-Formate, Karussells, Videopins. Ist das deiner Meinung nach auch was man auf jeden Fall integrieren sollte oder macht ihr das? Hast du damit Erfahrung gemacht oder ist es halt so ein Add-on? Also unsere Erfahrungen sind, dass man neue Features auf jeden Fall nutzen sollte. Also ich erinnere mich noch, als die Storypins ausgerollt wurden, da waren wir auch einer der ersten, die das freigeschaltet bekommen haben, weil wir uns in der Creator-Community dafür beworben haben. Und da haben wir am Anfang richtig viel Reichweite für bekommen. Also man wusste noch gar nicht so genau, okay, wie sind da jetzt überhaupt die CTRs, aber man hat auf jeden Fall gesehen, da war unglaublich viel Reichweite hinter, weil Pinterest selber natürlich testen wollte, wie das neue Feature ankommt. Das gleiche mit Videopins. Da muss man immer am Start sein, direkt. Wenn man sieht, oh, ein neues Feature wird ausgerollt, dann sollte man direkt Content dafür bereitstellen. Denn da kann man richtig viel Reichweite abgreifen und dann natürlich im Zweifel auch Klicks. Ansonsten Smart Loop ist auch ein Tool, das wir nutzen von Tailwind. Da kann man eben so im Bereich Automation viel machen oder Automatisierung. Eben die erfolgreichsten Pins automatisch immer repinnen lassen. So hat man weniger Aufwand und stellt halt sicher, dass die Pins trotzdem immer frisch nochmal rausgespielt werden. Gerade so neuerdings ist es ja schon so, dass Pinterest auch neue Inhalte immer mehr featuret. Also es gibt ja jetzt auch dieses Heute-Tab seit ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß es gar nicht genau, aber Aktualität gewinnt auch bei Pinterest immer mehr an Wichtigkeit. Ja, und das heißt, ihr nehmt auch meistens die neuen Blogartikel, erstellt dazu Content und gar nicht unbedingt von den alten. Oder sucht ihr euch auch manchmal nochmal alte raus und macht dazu neue Pins? Auch, ja. Also wir machen natürlich die neuen auf jeden Fall, aber auch zu den alten suchen wir immer mal wieder die Bilder raus, erstellen dazu auch mal neue Pins. Man kann auch mal, wenn man sieht, hey, vor einem Jahr hat das Thema, weiß ich nicht, XY richtig gut performt, dieses Jahr irgendwie nicht mehr oder seit 2 Jahren nicht mehr, dann kann man dazu nochmal eine Keyword-Analyse machen, das machen wir auch ganz oft, und nochmal schauen, was wird da eigentlich gesucht, vielleicht auch nochmal ähnliche Suchbegriffe zu denen, die man vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren schon mal benutzt hat, und da so dem Content nochmal einen Push geben, das machen wir auch ganz oft, also nicht nur neuer Content. Ja. Okay, eine Frage, die auch viele stellen, ist, wenn ich jetzt saisonalen Content habe und ich habe dazu vor einem Jahr schon mal was erstellt, ich habe dazu ja auch mal schon meine ganzen Pin-Grafiken gemacht, kann ich die zum Beispiel mit dem Smart Loop einfach wieder neu repinnen in einem Jahr? Würdest du das empfehlen? Auf jeden Fall. Also gerade wenn die gut performt haben, dann kann man die so, wie sie sind, auf jeden Fall einfach repinnen und dann auch mit Hilfe von Smart Loop, da muss man sich gar keinen Kopf mehr drum machen. Wenn man jetzt sagt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, da haben jetzt nur einzelne gut performt, kann man sich anschauen, okay, wieso haben jetzt einzelne gut performt? Habe ich da ein anderes Keyword benutzt? Habe ich ein anderes Design benutzt? Und das dann eben nochmal anwenden auf die anderen. Aber wenn die sowieso schon gut performt haben, dann würde ich sie so, wie sie sind, einfach nochmal auch bei Smart Loop einpinnen oder ja, eintanken und dann pinnen lassen. Okay, das heißt, ich höre auch schon raus, es ist auch wichtig, neben SEO und Design, sich schon immer die Zahlen genau anzugucken, um zu überlegen, naja, welche Themen haben jetzt am besten funktioniert, welche Designs und so weiter, um dann den Content, die Contentplanung für den nächsten Monat darauf ja auch zu optimieren. Auf jeden Fall. Also was wir auch erstellt haben mit Hilfe von Pinterest und auch Google, ist so eine Art Saisonkalender. Also wir haben uns angeschaut, was wird übers Jahr verteilt in den einzelnen Monaten und Wochen überhaupt gesucht vom User vermehrt. Also wo gibt es da einen Peak, zum Beispiel in Google Trends. Und die Themen kommen dann jedes Jahr wieder vor. Also da wird man jedes Jahr wieder neue Inhalte zu finden. Also sowas ist auf jeden Fall auch wichtig, da
Pinterest vielleicht auch an den Anfang der Content-Erstellung zu setzen. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte einen neuen Blogartikel schreiben, dann irgendwie nicht das schreiben, was vor 2 Monaten einen Peak hatte, sondern das, was eventuell in 1 bis 2 Monaten einen Peak haben wird oder im letzten Jahr in dem Zeitraum einen Peak hat. Weil bei Pinterest dauert es ja immer ein bisschen, bis der Pin auch an Sichtbarkeit gewinnt. Und so ist man dann eben schon da, wenn jemand das Keyword sucht, ist man eben schon da, hat schon einen Pin, der irgendwie schon 1, 2 Wochen besteht oder noch länger und wird dann eben auch weiter oben ausgespielt. Ja, super. Hast du sonst noch irgendwelche Tools oder Hacks, die du auf jeden Fall empfiehlst, auch um Zeit zu sparen oder um den Workflow zu optimieren? Ein paar hast du ja schon genannt. Fällt dir sonst noch irgendwas ein? Genau, wir hatten genannt Trello für den Workflow, Tailwind auf jeden Fall für die Contentplanung und Canva für die Pin-Erstellung. Eins, was mir jetzt dazu noch einfällt, ist Zapier. In Zapier kann man so Flows bauen und da nutzen wir das zum Beispiel, um Instagram-Posts automatisiert auch auf Pinterest zu pinnen. Also du kannst dann einstellen, das ist sogar kostenlos, ich glaube, du kannst 5 Flows kostenlos erstellen mit diesem Tool. Dann ist es eben so, wenn ein Instagram-Post rausgeht, dann wird gleichzeitig dazu, um da nochmal so cross-channel-mäßig ein bisschen am Start zu sein, wird dann automatisiert auch ein Pin erstellt auf einer bestimmten Pinwand, die man dann dem Tool geben kann und das macht das dann für einen ganz automatisch jeden Tag. Okay. Das heißt, ihr pinnt auch alle Instagram-Posts automatisch auf Pinterest oder sortiert ihr da nochmal aus? Nee, alle. Alle, okay. Genau, also wir haben eine allgemeine Pinnwand, die heißt Einrichtungsideen und unser Instagram-Account, da wird man nur Einrichtungsideen finden, so, und deswegen passt das auch. Deswegen ja. Können wir alle pinnen. Ja, dann genau, in dem Fall passt es auch, wenn die Pins auch in diese Pinterest-Welt oder die Posts in die Pinterest-Welt reinpassen. Manchmal muss man dann noch ein bisschen aussortieren, aber bei euch kann man dann eben alles direkt von Instagram auf Pinterest. Habt ihr sonst noch... Sorry, mein Tipp wäre auch, seine Pinnwände nicht zu spezifisch zu gestalten. Also man sollte auch auf einer Pinnwand erstmal ein bisschen Content drauf haben. Ich sag mal so mindestens 30 bis 40 Pins. Bei uns war es zwischenzeitlich das Ziel, mindestens 100 Pins auf einer Pinnwand zu haben, damals als wir angefangen haben, damit einfach so die User Journey ein bisschen besser ist, ne? Also damit auch Pinterest sieht, okay, auf der Pinnwand sind irgendwie auch nur Inhalte zum Thema XY und auch die einzelnen Pins befassen sich damit und da sind auch viele Pins, die sich damit befassen, dann werden eventuell auch mehr Pins aus dieser Pinnwand zu dem Thema ausgegeben, wenn jemand was sucht. Ja, und du hattest mir letztes Mal auch in dem Gespräch gesagt, dass ihr ja am Anfang 300 Pinnwände hattet und jetzt habt ihr reduziert auf 50. Warum habt ihr das gemacht und wie hast du da dann auch aussortiert? Genau, also wir haben auf jeden Fall keine Pins gelöscht oder halt nur dann, wenn wir gesehen haben, die führen irgendwie auf eine 404-Seite, dann haben wir das aussortiert. Ansonsten haben wir einfach Pinwände zusammengefügt, weil man kann ja in den Audience Insights schauen, welche Oberbegriffe interessiert meine Zielgruppe am meisten. Da steht bei uns zum Beispiel dann ganz oben irgendwie zu 90% Einrichtungsideen. Deshalb haben wir auch eine Pinwand Einrichtungsideen genannt und da eben dann auch das Keyword überall mit eingebaut. Genau, da ist es halt eben besser, also für uns auf jeden Fall hat es besser funktioniert, ein bisschen an der Oberfläche sich zu bewegen mit den Pinwänden, anstatt zu spezifisch mit den Pinwänden in ein Thema reinzugehen. Also wir hatten beispielsweise dann damals auch eine Pinwand Aquarell-DIY, so, und die hat halt überhaupt nicht performt und hatte einen Engagement-Score, der wirklich schlecht war. Und seit wir die Pins auf die Pinnwand Handwerk und Basteln / DIY geschoben haben, funktionieren die halt viel besser. Ach, interessant. Genau. Okay, das heißt, da ist für euch Audience Insights-Bereich sehr wichtig, um auch die Pinnwand-Themen zu bestimmen. Genau, auf jeden Fall. Also die Audience Insights geben einem halt Aufschluss darüber, was meine Zielgruppe am meisten interessiert. Ja, okay. So, jetzt habe ich auch gar keine konkreten Fragen mehr, aber fallen dir noch so bestimmte Tipps ein oder möchtest du noch irgendwas ergänzen, was dir jetzt gerade einfällt, was deiner Meinung nach noch wichtig ist? Wir haben ja echt ziemlich viel abgeklappert. Das stimmt.
Wenn jetzt irgendeinem Zuhörer oder so noch irgendwelche Riesenfragen einfallen, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben, mich bei LinkedIn anschreiben, wo auch immer. Ansonsten hätte ich, glaube ich, keine weiteren Themen. Okay, super. Und wenn jetzt jemand neu starten möchte, einfach so zusammenfassend nochmal, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Themen, wenn ich starten möchte? Also was sollte ich am Anfang jetzt auf jeden Fall nicht verpassen? Okay, am Anfang auf jeden Fall nicht verpassen, die richtigen Pinnwände zu erstellen. Also je nachdem, welches Thema man jetzt bespielen möchte, in welcher Branche man sich bewegt, dort halt schauen, was sucht die Zielgruppe überhaupt und danach auch den Content ausrichten. Also ich würde gerade am Anfang Pinterest nicht nach hinten schieben, also ich habe jetzt schon fertigen Content und lade das jetzt auf Pinterest hoch, sondern Pinterest sich wirklich auch am Anfang einmal anschauen und gucken, was wird überhaupt gesucht, das natürlich dann auch bei Google und danach auch sein Content auszurichten und danach auch sein Content zu erstellen. Und dann erhält man auch mit Pinterest am Ende wieder die besseren Ergebnisse. Genau, das würde ich machen und wirklich das Thema SEO an erste Stelle setzen und gucken, wie gesagt, was sucht der User. Ja, und dann testen, testen, testen. Genau, das ist wirklich einfach austesten. Wenn die Pins nicht funktionieren, dann irgendwie nicht verzweifeln. Es ist bei Pinterest nicht so schlimm, wenn mal ein paar Pins in die Hose gehen und gar nicht performen. Das ist ja zum Beispiel bei Instagram anders. Wenn da eine Reihe von Posts nicht so gut funktioniert, dann rutscht man eventuell im Algorithmus immer weiter nach hinten und dann ist es so ein Teufelskreis. Das passiert bei Pinterest eigentlich nicht. Also das können wir auf jeden Fall nicht beobachten. Wenn mal was nicht gut funktioniert, dann einfach schauen, woran könnte es gelegen haben, was ist der Unterschied zu anderem Content, der bereits gut performt hat und das dann nochmal einfließen lassen und versuchen, andere Erfolge zu replizieren. Ja, super, super wichtige Tipps. Danke dir. Dann als allerletzte Abschlussfrage, was ist Pinterest für dich? Für mich, da muss man schauen, bin ich User oder bin ich Online-Marketing-Managerin? Also als User ist Pinterest für mich eine super Inspirationsquelle. Also ich weiß auch gerade, als ich in meine neue Wohnung eingezogen bin, da war ich, glaube ich, jede Stunde auf Pinterest unterwegs und war so, oh, wie könnte ich denn jetzt die Ecke hier gestalten und wie könnte ich das machen? Da habe ich, glaube ich, nur auf Pinterest geschaut. Also vielleicht auch mal bei Instagram, aber eigentlich nur bei Pinterest, weil da kannst du halt durchscrollen, siehst ganz viel auf einmal und kannst irgendwie ein Bild machen, wie du deine Küche oder dein Schlafzimmer gestalten möchtest. Genau, also für mich persönlich auf jeden Fall Inspirationsquelle. Auch für Rezepte und so. Also ich immer wieder, wenn ich mal was Neues kochen will, dann gebe ich da einfach irgendwie ein Rezept und dann kommen da mega viele Rezepte und dann finde ich da immer was und auch immer unter den ersten 10 Ergebnissen direkt. Und für mich in meinem Job ist Pinterest eigentlich echt ein knallharter Performance-Kanal. Also wirklich Ziel KPI ist Traffic und den kriegt man auch raus, wenn man die richtigen Sachen anstellt. So, also es ist eigentlich ein dankbarer Kanal, wenn man den betreut, weil gerade so bei Insta ist es immer, für Insta oder auch Facebook, ist es immer so, man steckt unglaublich viel Schweiß und Blut rein und am Ende kommt dann manchmal trotzdem nichts bei raus und man fragt sich jetzt zum 10. Mal, wieso hat das jetzt nicht funktioniert, weil eigentlich habe ich doch alles analysiert und alles beherzigt, was ich überall gelesen und gehört habe in Podcasts und es funktioniert trotzdem nicht. Und bei Pinterest ist es eigentlich so, wenn man da sich die Tipps von Experten und so anschaut und das befolgt, dann kommt da am Ende eigentlich auch immer was bei rum. Also das haben wir auf jeden Fall beobachtet. Deswegen, ja, Pinterest ist echt ein cooler Performance-Kanal für mich. Ja, super, schön. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps. Also das war ja echt einiges rund um SEO, Design und Workflow. Das sind super wichtige Themen. Also vielen, vielen Dank für das Teilen. Und hört oder schaut unbedingt mal euch den Pinterest, aber auch Instagram-Kanal von Wohnklamotte an. Da gibt es richtig coole Inspirationen, auch wenn ihr einrichten wollt, so wie Tanja ihre Wohnung, dann schaut da mal unbedingt vorbei. Super. Ja, vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön. Und raucht dein Kopf jetzt schon voller Ideen? Ich finde, das Interview mit Tanja ist echt so spannend geworden und sie teilt richtig hilfreiche Tipps mit dir, vor allem wie wichtig auch SEO ist und auch das Pin-Design. Also hier auch nochmal der Appell, teste verschiedene Designs
Und was natürlich auch sehr wichtig ist, der Text auf dem Pin, der Text-Overlay. Viele benutzen nämlich gar keinen, aber es ist eben ein sehr, sehr wichtiges Erfolgskriterium. Und tatsächlich tun sich damit sehr viele noch schwer. Und falls du ihn noch nicht kennst, wir haben ja auch den Scanner Media Insider Club. Und hier haben wir im August das Fokusthema des Monats auf klickstarkes Texten gesetzt. Dort lernst du in hilfreichen Videos, Worksheets und bekommst auch ein Cheat Sheet, wie du klickstarke Texte formulieren kannst für deine Pin-Overlays, deine Pin-Beschreibungen und auch deinen Pin-Titel. Und dort kommen ja auch jeden Monat neue Themen dazu. Also jetzt im September geht es um das Thema Saisons und Trends und auch vor allem Weihnachten. Wie kannst du dort klickstarken Weihnachtscontent erstellen? Und im Oktober geht es dann um Design. Wie kannst du richtige Designs erstellen und auch Zeit sparen mit Canva umsetzen? Und da zeigen wir dir richtig coole Canva-Hacks. Also, falls du den Insider-Club noch nicht kennst, dann schau ihn dir sehr, sehr gerne an. Den Link findest du in den Shownotes. Und übrigens, das Ganze ist ja eine monatliche Mitgliedschaft. Das heißt, du kannst auch gerne mal reinstöbern. Du kannst jeden Monat kündigen und hast auch eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie. Denn wir wollen natürlich, dass du freiwillig da bist und dass du ganz, ganz viel lernst und mitnehmen kannst und dich auch in der Community austauschst. Dazu haben wir nämlich auch einen richtig coolen und wertvollen Slack-Channel und auch die Live-Q&As zweimal im Monat, wo ja auch jeder seine Fragen stellen kann. Dort kommen auch immer richtig coole Impulse von den anderen Teilnehmern aus ihren Erfahrungen und aus ihren Strategien. Also schau sie gerne an. Wir würden uns sehr, sehr freuen, dich dort bald zu sehen. Und wenn du sagst, hey, ich bin aber noch ganz am Anfang mit Pinterest, dann haben wir auch das Pinterest-Coaching-Programm für dich. Das startet jetzt wieder im September. Am 30. September geht es los in die nächste Runde. Unser exklusives Coaching-Programm mit nur maximal 8 Teilnehmern. Und hier gehen wir von A bis Z die wichtigsten Punkte und Strategien durch. Das heißt, du baust gemeinsam mit uns deine Pinterest-Strategie und Positionierung aus und baust dann auch dein Profil auf, das direkt professionell und strategisch auch aufgebaut ist. Das heißt, du lernst direkt, was ist wichtig zum Thema SEO, wie schreibst du SEO-optimierte Texte, wie erstellst du zeiteffiziente und aber auch ja mit einem Wiedererkennungswert deine Designvorlagen, wie kannst du automatisieren mit Tailwind, wie analysierst du deine Ergebnisse und optimierst deine Strategie, indem du die Zahlen auswertest und wie kannst du deine Website optimieren, welche anderen Pin-Formate solltest du noch nutzen. Wir sprechen auch über die Pinterest-Werbeanzeigen, also wenn du ganz neu im Thema Pinterest bist und da dein Account jetzt von Anfang an richtig gut aufbauen möchtest, dann ist das ein sehr, sehr spannendes Projekt für dich. Und ganz ehrlich, wir wissen noch nicht, wann und in welcher Form es wiederkommen wird. Das heißt, es ist jetzt erstmal die letzte Chance, an dem Pinterest-Coaching-Programm teilzunehmen. Also, wenn das interessant für dich ist, dann schreib uns einfach eine E-Mail an mail@scanamedia.de. Und dann schicken wir dir weitere Informationen dazu. Und da das eine exklusive Runde ist, also begrenzte Runde, möchten wir auch alle Teilnehmer vorher erstmal kennenlernen und analysieren, ob das überhaupt das Richtige für dich ist und wir da auch Potenzial für dich sehen. Also schreib uns da sehr gerne und dann freuen wir uns auf ein Kennenlernen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du die Episode hörst. Und freue dich nächste Woche auf eine neue Podcast-Episode und dann sehen wir uns ganz bald. Ach, und übrigens, den Podcast wird es jetzt auch wöchentlich wieder geben, weil wir so viel Content, so viele coole Interviews aktuell für dich haben. Also, du kannst jetzt jede Woche Mittwoch hier wieder reinhören. Also, das war's auch. Ganz liebe Grüße, deine Franziska. Du möchtest so richtig mit Pinterest durchstarten und von unseren besten Strategien lernen? Dann schau gerne bei uns im Scanner Media Insider Club vorbei.
der Nummer 1 Mitgliederbereich für Pinterest Fortgeschrittene. Oder stehst du noch ganz am Anfang mit Pinterest und möchtest deinen Account gern professionell aufsetzen? Dann werde Teil unseres Coaching-Programms, in dem du lernst, deinen Pinterest-Account Schritt für Schritt strategisch und ressourcensparend aufzubauen. Also, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, wir unterstützen dich gerne dabei, Pinterest zu deiner stärksten Traffic-Quelle zu machen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.